Ein herzerfrischendes Moment und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo, der Morningside Zoo. Ja Mensch, wir sind wieder da. Letztes Mal gab es ja keine Folge am Donnerstag, denn ich hatte einfach keine aufgenommen tatsächlich. Ganz schön ärgerlich für euch und natürlich auch ein bisschen ärgerlich für mich. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, okay, wenn ich jetzt keine Folge hatte, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Timelapse, ne? Und die mache ich hier. Und zwar bauen wir via dem Thumbnail und auch dem Titel schon entnehmen könnt, endlich das Flamingo-Gehege, was wir seit Anfang an geplant haben. Allerdings ein bisschen anders als das, was man sich eventuell erwartet hätte. Ich mache hier ein begehbares Flamingo-Gehege, was so ein bisschen in dem Stil sein soll von den meisten Flamingo-Gehegen, die ich bis jetzt so gesehen habe, wenn Flamingos ein Gehege hatten und nicht einfach nur in irgendeinem See waren. Und ich hätte halt gerne eine Voliere gebaut, also mit einem großen Netz drüber oder so, sodass das wirklich aussieht, als wenn die nicht raus könnten. Allerdings geht das leider nicht, denn wir haben ja keine Netze. Und es sieht relativ bescheuert aus, glaube ich, wenn ich da Seile hinmache. Weiß nicht, das ist so eine Geschmackssache von mir. Deswegen wird es jetzt ein offenes Gehege mit Flamingos. Und die können halt wegfliegen. Leider. Aber vielleicht gibt es ja das Update irgendwann mal. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass das dann irgendwann sich ändert und wir eventuell auch Volieren kriegen. Ja, ich mache hier ein begehbares Gehege, was quasi eine Rundtour sein soll in dem Gehege, weil ich finde, dass meistens haben solche Gehege halt wirklich eine Tür. Oft haben die natürlich zwei, aber das würde hier in der Ecke überhaupt nicht passen, dass da zwei Türen sind. Deswegen habe ich mich für eine entschieden, mit einem kleinen Berg drin. Und dann können die Besucher da hingehen, die können über den Berg gehen, die können auch über die Brücke gehen, die da ist. Und dann passt das auch. So fühlt sich das auf jeden Fall an, als würde das ganz gut passen. Dann mache ich auch noch einen Innenbereich, ich nenne ihn mal einfach den Winterbereich für die Flamingos. Oh, Entschuldigung. Und ich mache natürlich auch noch hier einen Bereich, wo die Besucher von außen reingucken können. Genau, jetzt hier einen kleinen Cut, weil da habe ich die Flamingos reingesetzt, die relativ teuer sind, also für Leute, die überlegen, ja, ich will auch ganz gern so viele Conservation Credits machen wie du. Kauft euch Flamingos. Die sind, und züchtet die. Die sind, ja, 2000 wert ungefähr. Weibchen sogar noch ein bisschen mehr als Männchen. Ja, könnt ihr rein cashen, ne? In die Flamingos. Allgemein, angeblich, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber angeblich ist das ja wegen des Events. Und das ist auch noch so ein Tipp, den man für viele Conservation Credits geben kann. Guckt einfach, was für Tiere im Event sind. Und dann züchtet diese. Die haben dann auch, sind dann auch mehr wert. Hauptsächlich vorm Event, weil wenn das dann heißt, züchte so und so viele Braunbären, dann ist das ein bisschen blöd, wenn es dann, wenn der Markt dann überschwemmt und dann droppen die Preise, war das ein bisschen ärgerlich. Aber gut, Planet Zoo, ich freue mich immer, wenn ich Planet Zoo spielen darf. Ich weiß auch nicht warum. Und wenn ich es euch zeigen darf, denn ihr seid immer noch ganz angetan vom Spiel und vom Morningside Zoo. Vielen, vielen Dank dafür. Und lasst auf jeden Fall nochmal ein Like nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das wird meinem Video helfen, denn auf YouTube ist das ja so, dass Videos, die geliked werden, werden mehr Leuten angezeigt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der es noch gar nicht kennt, hier die Planet Zoo Videos von mir. Das geht natürlich nicht. Dann wäre das natürlich super awesome, wenn ihr dann den Like nach oben drückt, sodass die anderen Leute das auch sehen. Ne? Wichtig ist das. So. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Hier ist das Winterquartier für die Flamingos. Habe ich mir auf jeden Fall so gedacht. Und man kann das leider nicht aus der Perspektive sehen, denn die Pfleger haben da natürlich ihre Box oder ihr Gebäude. Ihre Box. Die Pfleger haben da ihr Gebäude. Aber man kann das vom Eingang sehen. Also im Planet Zoo kann man es nicht sehen. Die Besucher. Aber wir können es vom Eingang aus sehen. Und das muss uns ja auch so ein bisschen glücklich stimmen. Deswegen hier auch nochmal so ein bisschen extra Glas. Allgemein ist es ja sehr schade, dass man die Map nicht so konfigurieren kann, dass außenrum eine Stadt ist oder so. Das wäre noch ganz cool, wenn es so eine Map geben würde. Sodass das hier so ein Stadtzoo ist. Aber gut. Das Ding wollte ich gerne unter Wasser setzen. Funktioniert nicht. Die Flieger können es nicht erreichen. Warum auch immer das sein muss. Weil die können ja den Unterwasserfeeder füttern, aber die können das Ding nicht im Wasser füttern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber gut, ein bisschen schade. Und
Das glätte ich da auch nochmal. Achso, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Okay. Weil ich habe das über zwei Aufnahmen gemacht und ich denke, hä, das habe ich ja in der ersten gemacht. Und jetzt Steine, Steine, Steine. Ihr kennt es. So viel Steine. Ein kleiner Wasserfall. Dieses Mal mit diesen Sprinklern wieder. Weil es einfach nett aussieht, wie ich finde. Das Wasser fällt da ganz gut. Und dann sind die ersten Besucher auch schon im Gehege drin. Das ist auch ganz cool, dass sie das so gut annehmen, die Besucher, dass sie ins Gehege kommen. Das finde ich ganz nice. Die haben nicht so viel Grund, ganz rumzugehen, was ein bisschen schade ist, weil angenommen, ich wäre im Zoo, dann würde ich ja ganz rumgehen. Machen die Besucher im Planet Zoo nicht. Aber ja, so ist das halt, ne? So sind sie, die Besucher im Planet Zoo. Ja, dann, was mache ich? Achso, ich kopiere diesen Zaun. Da habe ich etliche Minuten angesessen. Gut, dass das hier eine Timelapse ist für euch. Denn diesen Zaun dahin zu platzieren, Halleluja, das hat ganz schön viel Kraft und Arbeit gekostet. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich im Realtime solche Sachen mache, einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung drücken zu meinem Twitch-Channel. Da streame ich Planet Zoo jeden Donnerstag und aktuell auch immer wieder mal samstags. Einfach mal reinschauen. Eventuell könnte da ja an diesem Samstag auch was passieren. Also guckt da mal rein. Ich führe da auf jeden Fall den Zeitplan. Relativ nice. Relativ up to date, sodass ich da die Livestreams immer reinschreibe, wann die sind. Genau. Hier den Zaun, den so ein bisschen drumherum bauen. Ich finde, das ist ja unser Zoozaun hier. Zoozaun. Unser Zoozaun. Und den können wir dann ja auch ganz gut hier platzieren. Ich möchte ihn nicht ganz rum machen, weil dann kommen die Flamingos nicht mehr auf den Weg. Und aktuell ist der passierbare Bereich tatsächlich auch die Brücke, dieser Fußweg. Bin ich mal gespannt, ob die Flamingos da Bock haben, da hochzugehen überhaupt. Aber ja, wenn das so ist, dann können die da auf jeden Fall auch über den Weg gehen. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, so eine begehbaren Voyere, sag ich mal. Jetzt hört man vielleicht im Hintergrund meine Katze. Die ist unzufrieden damit, dass ich hier rede. Und hier baue und ein Commentary mache, während das draußen sein muss. Der macht nämlich immer die Kabel kaputt. Der hat schon etliche Computerkabel durchgebissen. Ich habe, glaube ich, schon ein oder zwei Computermäuse und ja, Lautsprecherkabel, hätte ich mal gesagt, hier Headsetkabel durchgebissen und ja. Das ist nicht witzig. Nicht die großen Stromkabel, sondern eher diese kleinen, dünnen. Wie bei einer Maus oder Tastatur oder Headset, wie gesagt. Das ist uncool, wenn das passiert. Deswegen muss er draußen bleiben. Ich habe auch etliche Male schon mit Marderdraht oder Marderkabel gearbeitet. Das hilft aber nicht immer. Das sieht auch scheiße aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann ist das halt so. Dieser Lotus, ich weiß nicht, ob das bei den normalen Seerosen auch ist, aber auf den Lotus können die ja gehen. Die Flamingos, das sieht sehr bescheuert aus, möchte ich mal kurz erwähnen. Bin ich ein bisschen unzufrieden, dass das funktioniert, weil das sieht halt echt blöd aus. Und das andere, was noch ist, dass ich glaube, dass das Wasser zu tief ist, weil wenn ich mir vorstelle, was Flamingos machen, dann gehen die ja eher mehr durchs Wasser und hier ist das relativ tief. Das können wir eventuell gleich nochmal ändern, denn ich mache nochmal einen Realtime-Part nach hinten raus und dann können wir da eventuell mal gucken, dass das passt, dass da die, wie heißt das? Die Flamingos nur noch durch das Wasser warten, wie man so schön sagt, und nicht die ganze Zeit schwimmen müssen. Ich baue zu viele Pflanzen rein. Ich habe ein relativ großes Gehege und relativ wenig Möglichkeit, Pflanzen zu platzieren. Deswegen platziere ich hier sporadisch diesen Baumfarn. Die sind ein bisschen unzufrieden, die Flamingos, mit der Anzahl der Pflanzen. Aber ich bin zufrieden mit dem Gehege, deswegen ist das so ein bisschen, Die eine Küstenmangrove mache ich noch weg. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Und platziere da lieber eine Apfelmangrove. Das ist dieselbe wie vorne. Einfach, weil ich nicht ganz so viel Auswahl nehmen möchte. Deswegen auch die Weide. Und dieser andere Baum, ich habe vergessen, wie der heißt. Den ihr links seht hier, diesen großen, hohen Baum. Da weiß ich nicht, ob der ins Gehege passt, wenn wir da mal ehrlich sind. Huh, der war wieder ein kleiner Jumpcat. Wie kann das sein? Kann halt sein. Und ja, jetzt ändere ich natürlich nochmal die Gehegebarriere zu Holz. Ich wollte eigentlich wollte ich überall dieses Maschendraht hinmachen, sodass es noch ein bisschen mehr aussieht wie eine Voyere. Das hat mir dann aber nicht gefallen, dass man da zu den Mitarbeitern gucken kann die ganze Zeit.
Deswegen machen wir es mal einfach so. Und ja, das Gehege ist jetzt relativ fertig. Ich glaube, ich verbessere jetzt nur noch hier die Bildung und solche Sachen. Und vorne den Bereich, wo man vom Weg reingucken kann. Also nicht im Gehege, sondern eher, wenn man draußen am Gehege steht. Das hat bis jetzt noch nicht so wirklich jemand gemacht. Noch nicht viele auf jeden Fall. Ach, da haben wir ein Strom- und ein Wasserproblem. Ich entscheide mich jetzt dagegen, dass ich hier nur erneuerbare Energien mache. Und bauen ein hier, wie heißen die? Na, so ein Stromaggregator. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ich baue auf jeden Fall so einen. Der kostet zwar Geld, aber funktioniert halt sehr gut in dieser Ecke. Weil ich da hinten nicht noch ein Solarpanel machen möchte. Die sind super wartungsaufwendig. Wir brauchen so viele Mechaniker für diese Solarpanel, dass wir hier vorne einen Aggregator hier hinstellen können, oder wie die heißen. Das ist ja ganz gut. Jetzt hier vorne nochmal ein bisschen das Gehege einbauen. Hier vorne, wo ich es abgesenkt habe übrigens, ganz zu Anfang der Folge, da hätte ich gerne irgendwie Hirsche gebaut oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwelche Antilopen, die da einziehen können. Das wäre auch nochmal ganz nice. Weil, da würde ich auf jeden Fall ganz gerne so ein Gehege machen. Und wie gesagt, am liebsten für Hirsche oder sowas. Aber, ja, gibt's noch nicht. Im Spiel leider. Ja, dann bauen wir hier vorne nochmal den Zaun hin. Wie gesagt, ihr kennt es. Und dahinter kommen, glaube ich, nicht mehr so mega viele Pflanzen, oder? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, oder doch? Ich glaube, so kleine Pflanzen, so kleiner Farn kommt dahin oder so. Und am Ende des Tages sind die ganz zufrieden, glaube ich, die Flamingos. Okay, zufrieden auf jeden Fall. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken im Real-Time-Part, den ich hier nach nochmal aufnehme. Und dann werden wir das Wasser eventuell auch ein bisschen flacher machen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß an der Timelapse und wir hören uns ja dann direkt wieder im Realtime-Part. Also, den nehme ich jetzt auf. Bis gleich. So, zurück im Realtime-Part habe ich euch ja eben auch versprochen. Entschuldigung übrigens, das ist, meine Stimme ist einfach so ein bisschen schlimm gewesen. Das ist, wenn man morgens aufnimmt. Ich nehme ja jetzt hier tatsächlich Samstagmorgen auf. Da passiert das manchmal. Ah, hatte Nachwuchs. Wir haben auch irgendwelche Tiere hier, denen es nicht ganz so gut geht. Hier dem Frosch zum Beispiel, der ist auch dehydriert. Hammer nice. Pfleger ist unterwegs scheinbar. Pet Girl. Aber halt mega langsam, ne? Geht halt gar nicht. Tja, ärgerlich. Ärgerlich für die Froschis. Gehen die halt drauf. Wie viele haben wir überhaupt? Das ist eher schlecht. Und bei den Skorpionen ist alles gut. Genau, dann haben wir das auch schon mal. Lass mal gucken. Auf der Savanne ist noch alles im Load. Oh, zwei Babygiraffen. Lass mal gucken hier. Oh, ein goldenes Männchen. Und ein goldenes Weibchen. Also es sind Geschwister, ne? Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Aber zurück zu den Flamingos. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn das jetzt ein bisschen runder wäre? Und dann wäre hier so ein richtig schönes Netz drüber. Das wäre mega nice. Genau, lass uns das Wasser ein bisschen flacher machen, besonders hier vorne. Also hier, warte. Ich zeige euch mal, wie ich mir das vorgestellt habe. So. werden nicht mal alle geboxt. Ein bisschen flacher, und zwar so, dass sie da gehen können, die Flamingos. So müsste es dann sein, ne? Weil die gehen ja eher durch das Wasser, als dass sie immer schwimmen. Fühle ich auf jeden Fall. Du, das fühle ich jetzt so. Dann haben wir hier drüben so ein bisschen tiefer für die Flamingos. Das passt ja schon mal. Tja, so mega, mega flach ist das Wasser noch nicht. Wir arbeiten dran. Dass das nur so eine ganz, ganz kleine Wasserfläche ist. Das könnte auch ganz interessant werden. Übernehmen nicht. Wir machen mal direkt Automalen. Und gucken, ob das besser ist. Gut. Wenn das Wasser reinkommt, werden die halt alle geboxt. Aber mittlerweile sind die dann nicht im Weg. Das ist ja schon mal ganz gut. Ach ja, ich wollte noch mal gucken, wie das Ding heißt. Wusste ich ja gerade nicht. Transformator heißt er. Naja, Mensch, dann. Dann ist aber auch schwer. Guck mal, den hat es nicht interessiert. Den hier vorne hat es auch nicht interessiert.
Aber die hier hat es interessiert. Ihr seht auch in meinen Conservation Credits, dass ich ein bisschen was ausgegeben habe für die Flamingos. Da müssen die Besucher mal kurz warten eigentlich. Wenn die Flamingos hier rüber gehen. So, lass mal gucken. Wie oft gehen die, wie oft schwimmen die? Ist immer noch sehr tief. Das müsste eigentlich so die Höhe haben wie das Ding. Dann wird das nochmal ein Stück besser. Ist hungrig. Naja gut, da kann ich eh nichts gegen machen. Suchfutterstation, ganz genau, die ist im Weg. Aber sind doch relativ viele hier oben. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das so gut annehmen. Die Besucher. So, der geht, der schwimmt. Der geht immer noch. Ja, ist halt die Frage, wo müssen die denn gehen und wo müssen sie schwimmen, ne? So ein bisschen das Gefühl, die schwimmen jetzt die ganze Zeit. Aber der geht zum Beispiel, der geht auch noch hier drüben. Ich finde die Flamingos eigentlich mega nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt, wo ich die wieder gebaut habe, weiß ich, warum ich die mag. Aber ich weiß nicht, warum ich die nicht öfter baue. Und ihr seht das hier, wie die da draufstehen. Das sieht halt absolut blöd aus, ne? Ich baue die wahrscheinlich nicht öfter, weil das immer eskaliert, wenn Flamingos drin sind. Und du brauchst ja 10 und die paaren sich die ganze Zeit und es eskaliert halt hart. Ja, die Besucher nehmen das ganz gut an. Hatte ich jetzt nicht so erwartet. Aber ist doch nur gut. Wem geht's hier schlecht? Den Varis. Gleich mal einen Tierarzt und einen Pfleger rufen. Klettern tun sie auf jeden Fall. Leiden oder dringend Wohlbefinden. Ja, das ist nicht gut, weil dann... Ah, Aktivisten sind schon da für den Goliath-Frosch. Einer der Varis ist erwachsen. Komm, erstmal weg mit dir. Nochmal wieder eine Forschung für die Kaimane. Guck mal, die erforsche ich auch. Ich habe jetzt relativ viel erforscht, tatsächlich. Was so Kaiman angeht und so ein Kram. Das heißt, ich erforsche jetzt noch die Tiere, die ich noch nicht erforscht habe. Achso, gut, der Pfleger kann halt auch über die Blätter rübergehen. Das ist schon mal ganz gut. Na? Robert Ness. Das ist ein komischer Name, finde ich. Dass die Robert heißt. Achso, die kriegen hier... Ich wollte gerade sagen, der fliegt weg jetzt. Dann sind die gestürzt, wa? Wahrscheinlich. Und da wird hier gefressen. Die kriegen ja Vogelpellets. Okay, kriegen die nicht mal Krill. Das ist ja ärgerlich für die. Die fressen doch sonst immer Krill, oder nicht? Shrimps, genau. Weichtiere und Blaualgen. Die kriegen die auf jeden Fall Stufe 2. Das ist ja kein artgerechtes Füttern, so. Kriegen die wenigstens Shrimps, die dann auch so aussehen. Aber ja, nice. Die Besucher finden es ganz cool. Ich glaube, das ist ganz okay, dass das jetzt so tief ist. Ein Stück höher könnte ich das, glaube ich, noch machen. Warte mal. Können wir genauso gut machen nochmal. So ein Müh. Geht das? So, dass da ganz, ganz seichte Wasser drin ist. Das würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Jetzt kommt halt hier das Gras. Das macht aber nichts. Würde ich auf jeden Fall ganz nice finden. Das finden die Flamingos halt nicht so cool gerade. So irgendwie. Und dann das Wasser rein. Dann ist hier ganz seichtes Wasser. Ganz seicht. Müssen wir mal schauen. Die sind ja jetzt eh alle wieder geboxt worden. Wie sieht das immer anhört, wenn ich das da... Sind die geboxt. Hier nochmal einen Tierpfleger rufen. Ist schon unterwegs scheinbar. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Tierpfleger für den Bereich Beginning. Lass einmal gucken. Einen nur. Ja komm, wir stellen noch einen ein. Und machen den auch für Beginning. Dich hier. Dass du dich damit drum kümmerst. Die haben relativ viel hier vorne. Die haben die Vivarien, die haben die Flamingos, dann haben die Gebäude halt und die Faunen. So, es ist nicht unrealistisch, was die machen müssen. Alles relativ dicht beieinander.
Aber ich bin jetzt zufrieden mit dem Eingangsbereich tatsächlich. Ich bin. Oh, einmal nochmal gucken. Finden wir es besser? Bis jetzt läuft da keiner. Ah, da läuft hier über den Weg. Ich mal von mir aus. Aber ich finde den Eingangsbereich besser jetzt. Und auch, dass hier die Flamingos sind. Hier jetzt noch irgendwelche. Also Hirsche hätte ich ganz gerne oder so. Rentiere würde ich doof finden. Muss ich mal sehen, was hier hinkommt. Aber dann muss der das Wasserding nochmal hier weiter zur Seite, glaube ich. Und dann können wir nämlich hier auch noch so eine Viewing Area machen für die Besucher. Stelle ich mir auf jeden Fall ganz cool vor. Das wäre ganz nice, wenn ihr nächstes Mal auch noch dabei sein könntet. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt in der Timelapse. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ja, schönes Wandern. Haut erstmal rein.